Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier von Thüringen. Wir machen weiter hier am Sägewerk. Es ist wieder voll. Wir müssen wieder abfahren und verkaufen. Ich habe hier den Verkaufspunkt unter der Erde versteckt. Das heißt, in dem Bereich, wo ich gepflastert habe, es ging ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt den Verkaufspunkt. Hier natürlich nicht. Aber hier kann man es gut erkennen. Das gehört dazu. Verkaufspunkt. Und das ist ein bisschen versteckt. Deswegen gemacht, weil der Verkaufsträger ist einfach zu tief. Das heißt, kommen wir nicht mit klar, in Anführungszeichen. Das heißt, ich muss immer jedes Mal die Dinge hochheben. Was ich noch machen werde, ist hier ein bisschen angleichen, weil das geht immer arg nach oben. Und das werden wir ganz schnell machen. Und zwar mit dem mit dem Terraforming Tool. Wir werden jetzt hier mal ganz kurz gucken. Wir machen Angleiche mit der Maus. Wir werden ein bisschen größer machen. Das ein bisschen angleichen. Und nebenbei machen wir Schnee weg. Ne? Wenn man so sieht, dass der grüne Kreis geht nicht unbedingt überall hin. Ne? Ob es nun an den Dings liegt hier. Dings da schon an den Verkaufsträger liegt, das kann natürlich sein, ne? Das ich nicht mag. Die machen ein bisschen angleichen, sieht nicht so gefährlich aus, ne? Da fährt ja eh keiner. Da ebenfalls. Da machen wir auch ein bisschen Angleichung. Und im Frühjahr werden wir hier ein bisschen Gras aussehen, ne? Nicht ganz so gefährlich, Anführungszeichen, ne? Hier, das lassen wir so, oder? Bisschen wegnehmen, bisschen, ne? So, und dann können wir hier ein bisschen auch noch ein bisschen planieren. Straße, den Weg für unseren Nachschub. Sollte schon ein bisschen besser, ne? Für einen Traktor ist es leichter hoch und runter zu fahren. Wir holen mal den Traktor mit der Gabel, wenn wir zuerst die Paletten vom Sägewerk Richtung Paletten wegbringen. Oder wir verkaufen gleich mal Paletten. Machen wir gleich. Dann können die weiter herstellen. Hier arbeiten die auch noch ein bisschen. Die liegen da. Die arbeiten auch. Da stellt auch den großen hier hin, mal sehen. Aber im Sommer und Frühling ist hier so gut mit Holz. Dann haben wir eine andere Arbeit. Dann haben wir andere Arbeit zu tun. Dann müssen wir aufs Feld. Wenn wir echt mal nichts tun können, was da passieren könnte, ne? Aufgrund von Regen und so. Dann werden wir auch mal hier ein bisschen arbeiten. Wenn ihr schön sieht, dass wir schon klappt, verkauft er alles schön. Nicht alles, aber das meiste, ne? Wir würden ein bisschen dichter ranfahren, also mehr. So. So, mal. Siehst du, da und dahin. Einstellen, das klappt auch nicht richtig. Na gut.
Was ist nun zu hoch? Wollte ich eigentlich vermeiden, wenn es hochheben muss. Das ist schon weit weg, kann auch sein. So. Machen wir auf. Was habe ich gedacht? Wie gesagt, auf Geschwindigkeit 2, 5 sind wir recht schnell. Gut, lass mal stehen. Vielleicht kommt ein Wind auch. Kann man den großen Anhänger probieren? Mit dem LKW. Weil auf dem großen geht ein bisschen mehr rauf. Aber hier müssen wir rückwärts fahren. Ups. Na doch, rückwärts anfahren. Ja, ich wollte eigentlich vom Hauptrechner aufnehmen. Da will das Mikrofon aber nicht. Egal was für Mikrofon ich probiere, es klappt beides nicht. Aber egal, muss man halt über Elgato machen, ne? Über einen Zweitrechner. Da war einen starken Verdacht, dass der Update der letzte 14 Tage oder 3 Wochen gemacht habe. Neue Windows-Version. Ist irgendwas kaputt gemacht wurde. Software-technisch. Das heißt, vielleicht kommt da ein Update, hoffe ich mal. Ich weiß gar nicht, wieso dauernd Updates gibt, dauernd neue Versionen gibt. Das ist mir nicht so ganz schlüssig. Das macht in meinen Augen kaum Sinn, außer es gibt so eine Neuerung, die man es erfordert, ne? Oder seht aktuell nicht. Ist ein bisschen eng geraten, muss ich beim nächsten Mal, wenn ich die Karte neu starte, mal ein bisschen anders gestalten, in Anführungszeichen, dass da nicht zu eng wird, ne? Das ist mir mächtig eng geraten. Das war mein Fahrkünsten rückwärts fahren, ne? So. Das geht nicht. Mal gucken. Ja, Quaderball wird nichts, ne? Torbergung, Grundballen, Missionspaletten, Großpaletten, normale Paletten. So. Jetzt wie hier die gefährlichen Straßen, Himalaya, wie die heißen. Gleich wieder aufnehmen. Im Grunde spiele ich die hohe Geschwindigkeit, damit wir hier vorankommen, gerade im Winter. Und nebenbei tun wir ein bisschen Beschäftigung mit Holz. Ne? Das ist die sinnvolle Beschäftigung im Winter. Da
Weil ich kann es nicht ändern. Wir könnten mit der Nummer keine Ernte einfahren. Ne? Was wir machen könnten, mal irgendwann sag schon, Pappeln anpflanzen, um mal im Winter auch Pappeln zu ernten. Das geht ja. Aber das machen wir nur, wenn die neue Karte da ist. Weil dann habe ich auch das Heizkraftwerk gebaut. Seil ist gut, achso, das ist ein Fahrzeug hier. Fertig. Ja, Balken sind alle. Macht aber nichts, den wollen wir den dicken hier wegfahren. Den brauchen wir wieder so pflügen, wenn wir pflügen müssen, ne? Hoffe nicht. Eigentlich nicht, normalerweise nicht. Also wir haben im Prinzip nichts zum Pflügen. So, kurz überlegen. Die abholen. Mal sehen, ob der aufnimmt. Das geht nicht. Das kann auch keine normalen Paletten, ne? Bretterpaletten. Und Ausmaß war nicht die Rede. So. Muss ich schauen, was davon geht. Nein, muss ich den groß nehmen, glaube ich. Paletten. Ne? Sollte eigentlich nicht funktionieren. Quaderball. Rundball. Große Paletten könnte sein, aber habe ich schon probiert. So. Gut, das war ein Versuch wert. Aber es rennt ja nicht weg, ne? So. Wir wollen ein paar Bretter hier und dann können wir die Balken da wieder zumachen und wenn das immer richtig voll ist, können wir da mit einem großen Anhänger mal hinfahren und dann aufladen. Wenn es geht. Also der große, wo jetzt die Balken drauf sind, die gehen auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da genau ist. Weiß ich nicht. Ob das funktioniert, ne? Bisschen anheben, dann geht's. Normalerweise. Ja, Hauptsache kann arbeiten, das ist mal wichtig. Holen wir den großen dicken. Warum die jetzt nicht verkauft wurden? Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind sie zu hoch. Oder nicht im Bereich, wo er verkaufen kann. Jetzt verkauft er irgendwas. Doch noch knapp, vielleicht bei Castro anschreiben. Das Problem irgendwie lösen könnte.
Ja, da geht's. Okay, da bin ich vielleicht irgendwann zu hoch. So, mal ganz kurz absenken. Speichern, ne? Also verkehrte Taste drückt. Dann. Oh, und dunkel ist mir schlecht. Hier ein bisschen absenken. Das scheint da höher zu sein. Absenken ist mit rechts. Ein bisschen abgesenkt. Wie gesagt, irgendwie mit Gefühl arbeiten, in Anführungszeichen. Glaube ich, geholfen. Oh, da geht's. Das ist ein gewisser Punkt tiefer, ja, da ist zu sehen. Muss ich irgendwann noch am Tag, wenn es hell ist, bin, korrigieren. So lange, bis es klappt. Ja, so Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss, ciao. Ja, hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart gehabt. Tschüss.